Ja, hallo und herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal Bencake28. Weiter geht's mit Gloomhaven von Flaming Falls Studios. Ich bin nicht allein. Ich habe es wieder mitgebracht, die Monalie. Hallo. So, und wir haben die ehrenvolle Aufgabe, Ventile zu schließen. Ja, wir sind hier so ein bisschen als Klempner unterwegs, würde ich mal behaupten. Und nee, ich will jetzt keine Trefferpunkte verschwenden. Und wir müssen entweder mit einem Helden oder mit all unseren Helden so schnell wie möglich die Ventile zumachen, eine Reinigungsaktion starten und tunlichst nicht dabei draufgehen. Es gibt natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, dies zu tun. Entweder kämpfen wir gegen Monster, schalten einige aus und oder versuchen halt irgendwie die auszutricksen, sodass einer unserer Helden durchschlüpft und Ventile schließt. Zum Beispiel. Oder zwei. Oder hier, je nachdem, also. Also wenn man den ausschaltet, Der muss weg. dann könnte man Wir durchschlüpfen. müssen durchschlüpfen, meiner Meinung nach. Also ich präferiere die Taktik des Durchschlüpfens. So, drei Parts sind es natürlich die Folge. Ne? Mal wieder ein bisschen länger. Das ist jetzt wieder ein paar Tage später, seit dem Part 2. Wir werden das mit der mal 0 natürlich alle zusammen wieder schön beobachten und mitnotieren. Und ja, daraufhin werde ich dann nochmal ein kurzes Fazit ziehen zu ja, dieser Mal Null-Thematik, denn sie ist doch sehr ein Thema, das Gloomhaven-Spieler, gerade die dieses Brettspiel kennen, sehr bewegt. Was denn? Das Problem ist nur, das ist die Betäubungsfalle hier, glaube ich. Ja, und du hast die Karte wegschmeißen müssen mit zugeschnappt, ja. Was ist denn? Warum nimmst du denn nicht deinen Kompass, dein Zahnrad? Dann sind die Betäubungsfallen doch weg. Und es sind in Reichweite zwei alle. Ja, also was nützt es mir denn, wenn die weg sind? Ja, was sag mal, was das Problem ist? Du hast mir ja von einem Problem Ja, das ist. geschrieben. Ja. Ich bin ja schnell, aber ich bin zu früh dran, dass ihr den nicht kaputt machen könnt. Und wie schnell sind wir schnellstens dran? Du 17 und sie 23. Nimm mal bei mir die 17 Karte, dann muss ich ihn auf jeden Fall ausschalten. Es nützt ja nichts, ich bin ja trotzdem vor dir dran. Deswegen überlege ich gerade. Ach so. Ach so, meinst du das? Ja. Bin so oder so vorher Ja, du dran. bist so oder so vorher dran. Egal, wie rum wir es drehen. Es gibt die Möglichkeit, jetzt halt eine kurze Rast schon einzulegen, aber das wäre halt ein bisschen zu früh. Ja. Wie schnell kannst du denn hier noch laufen? Drei. Da könntest du vier laufen. Ja. Eins. Kannst du sogar durch die durchlaufen? Nee. Ich kann halt springen. Über die drüber springen könnte ich schon. Also mit dem Sprungspalter. Oder? Ja, ne? Ja, ich glaube, das war der Sprungspalter. Überlege nur, ich könnte dieses Vieh könnte ich in die Falle ziehen. Dann ist hier auch ein Durchgang offen. Ich kann dann allerdings ja nicht mehr laufen, weil Ja, aber gut, du das. hättest auf jeden Fall einen von diesen Monstern besiegt, ne? Ja, und ich könnte den Dicken kaputt hauen, auf jeden Fall. Ja, auch eine Möglichkeit. Weil ich kann mich ja dann nicht mehr bewegen. Ja, dann machen wir schon mal diese Taktik für dich. Ich finde es schon mal eine ganz gute Sache. So, dann geh mal bei mir drauf. So, dann ist dieses Dann Feld frei. nimmst du die unbewegliche Phalanx vielleicht trotzdem, dass ich einen schnellen Nahkampfangriff mache. Je nachdem, wie sich das dann darstellt mit den anderen. Und dann halt, dass ich halt in meinen drei Bewegungen gehe. Oder vier, Drei. meine ich, je nachdem. Bei 4 stehe ich neben dem Ventil. Beim Sprungspalter 1, 2, 3 springe ich auch über die drüber. Ah, du kannst über die drüber und Ich kann auch über die drüber springen. So, beim verstehe Ventil ich, stehen. springfähig. Also beides geht. Ne? Warte mal, die 4-Karte, wo ich 4 Felder mich bewege, Das wie ist halt weit? die Hakenkette. Dann würde ich jetzt Folgendes Und vorschlagen: Sprung. Unbewegliche Phalanx und Sprungspalter, bitte. Weil Dann kannst du auch dann. noch den oder den Ja, angreifen. genau. Ja, genau. Wir wissen ja jetzt noch nicht, Ja. welche Initiativwerte die haben. 17 ist gut, aber es gibt bessere. Ja. Und dann kann es ja sein, dass
keine Ahnung, einen bewegen, direkt vor das Ventil zwei Lebenspunkte heilen oder sowas. Könnte ja rein theoretisch sein. Ich weiß doch, dass diese Amphibien, mir fällt gerade der Name nicht ein, sich auch einbuddeln können. Dann. Ich meine, sie kann mit dem hier zum Beispiel auch 5 laufen. Mm-hmm. Hier hat sie noch 4 Angriff. Ja, das würde ich gut. Das so einfach mal reinmachen. Genau, wir müssen strategisch jetzt... Wir müssen jetzt auch vor einfach, ja, wir dass müssen, die uns da auch nicht alles zustellen hier in dem Engpass. Ja, der Engpass ist nämlich genau das, wo wir raus müssen. Machen wir jetzt einfach mal hier. So. Die Nachtdämonen. Mhm. Sind recht früh dran, aber nach uns. Die wandelnde Leiche, okay. Die Schwarzwichte heißen die, okay. Ich stehe halt noch hinten. Boah. Die Schwarzwichte. Boah, ist das hart, echt. Ein Elite-Schwarzwicht wird betäubt. Ja, ich stehe halt noch hinten. Ich versuche ja, den auszuschalten und den mache ich in die Falle. Aber ich kann mir ja zur Not noch unsichtbar machen. Nee, wenn die Karten neu gemischt werden. Auf jeden Fall mache ich jetzt erstmal ziehen. Ja. Der wird jetzt... Ziehen bestätigen, Ziel bestätigen und ab dafür. In die Falle. So, das betäubt. War schon mal ein guter Move. So, und jetzt kommt dein starker Angriff, dein starker Nahkampfangriff. Der ist weg. Ja. So, ist auch schon mal gut, der macht viel Schaden. Oder hätte viel Schaden an dir gemacht. Ja, und da kommt sie nämlich dann auch besser durch jetzt. Genau, das war schon mal gut. Jetzt. Oh, der kommt auch noch nach. Ja, der ist jetzt irrelevant, aber den lassen wir mal. Den lassen wir mal. Ja, ja, wenn der vorläuft. In 3 Runden kann das schon noch gehen, das Abenteuer ja, hier. Ja, da ist ja auch ein mögliches Ziel. Machst du meinen... Rückgängig machen. Komm, lass mich meinen steuern, bitte. Ups, sorry. Ja, ich will jetzt hier keinen angreifen, ich will hier drüber springen, ja. Monali. Warum geht es nicht? Darfst du da nicht hinlaufen? Muss ich daneben vielleicht stehen? Dann so. Da, ja. Aber nicht ganz in die Ecke, da bist du nachher eingesperrt. Dann dahin. Mhm. Ah ja, das da nicht stehen. So, der macht die anderen durch. Warte mal. Ah. Du musst, sie kann noch 5 laufen. 1, 2, 3, 4, 5. Oder hierhin. Mhm. Ja, aber ich greife halt den Typ mit Nachteil an. Ja, oder du greifst den anderen an, in der Hoffnung, dass du den eben, das überlege ich halt. Der andere hat so viel Leben. Der hat auch keinen nicht angeborenen Nachteil, der da, weißt du? Würde ich. Und, Vielleicht haben wir jetzt mal Glück. Tja. Ja. Ja, okay, alles klar. Gut. Ziel bestätigen, weil dadurch kriege ich jetzt auch dieses Schild noch dazu und ich habe ja noch meine schützende Stärke drauf. Die sollen ja versuchen, den Damage auf mich jetzt drauf zu spielen, weil ich habe noch die höchsten Verteidigungsmöglichkeiten. Und auch die meisten, Leben. Vor allen Dingen und ich kann auch nochmal einen Heiltrank nehmen mit 3. Also von daher, huff, gut. Okay. Soweit. Soll man schon Licht anreichern? Ich glaube nicht. Ja. Ja, das sind die Felder jetzt, wo sie hin kann. Sie kann natürlich auch dahin und den angreifen. Dann ja. Ja, mach mal. Mach das mal. Sonst. Weil dann kriegt dieses Viech nämlich eine Wunde, was ich recht gut fände. Ja, das wäre gut. Siehst du von da ganz hinten auch mal. Das müssen auch wieder die Männchen sein, weil die haben so ausgeprägte Hörner. Was ist denn mit dem hier einen Nachteil, ja. Mhm. Ich will jetzt wohl nicht mal 2 bei Nachteil. Aber trotzdem eine Wunde. Ja gut, das kann halt sein, ne? Ja, es war trotzdem noch alles voll. Das ist jetzt schon halt, weiß ich nicht, kann man sich angucken und mal zählen. Auch bei Nachteil ist das halt schon sehr oft. Ja, ich will es jetzt noch nicht, ich habe so Lust, es zu debattieren, aber ich halte mich jetzt mal noch zurück. Nützt ja jetzt nicht an. Was macht der denn? Warte. Erstmal hier, das da, ja. Die 4 Schaden musst du. Ja. Du auch? Musst klicken. Hm. Alle verwirrt, ja. Jetzt habe ich auch mal eine Meinung beim Gegner gesehen. Halt, du musst da draufklicken, Monali. Ja, ich klicke drauf. Zum Glück hast du den einen betäubt. Guck dir mal die Runde von den Gegnern an. Das ist so übel, ja. Und wir müssen halt schon, ja, jetzt zum Glück auch mal 0, aber vergiftet. Ja, da ist schon wieder aufgetaucht hier. Ja, jetzt hat sich aber die schützende Stärke und sowas schon ausgezahlt, ne? Das hat schon was gebracht, ne? Mhm. Muss ja, muss.
Die wirkt jetzt halt schon. Wir haben aber jetzt massiv Leben verloren. Ne? Mhm. Das ist schon krass. Aber wir hätten auch nicht wirklich viel mehr Gegner ausschalten können. Und jetzt wieder drei Stück da. Schau dir das mal an. Das ist, da hinten ist noch einer. Also. Ja. Es ist, boah. Das ist nicht freundlich, dieses Level. Also ich werde versuchen, jetzt eines der Ventile auszuschalten. Ja. Ich muss hier erstmal vor und ich mache mich unsichtbar. Ja, das ist vielleicht gar keine verkehrte Idee. Ja, mit so einem Bewegungsding heißt es ja, dass du ein Ventil ausschalten kannst. Das muss ja, ja dann von unteren, hier aus mit gehen. Mit einer unteren, ne? Wenn ich das nochmal... da sollten ja. Können auf die untere Aktion einer Fertigkeitskarte verzichten, um die Pumpe zu reinigen. Ja. So. Hoffentlich funktioniert das. Sollte die angrenzen, ja. Ja, ja. So, du grenzt schon mal an. Ja, ja, ich grenze an. Ich kann eine jetzt ausschalten. Sie muss halt ein vorlaufen zu irgendeiner, damit ja. Sie auch angrenzt. Aber ja, ich frage, ob sie das dann noch... 1, 2, 3, 4. Ob sie es dann noch überlebt. Mhm. Ja, würde sie, weil du kannst Karten verbrennen. Mit ihr noch. Da haben noch genug Karten bei ihr drin. Ja, allerdings hat sie gut... Ja, was soll sie denn sonst machen? Und dann musst du mit den Schuhen nochmal zwei laufen. Dann steht sie direkt vor einer Pumpe. Mhm. Und sie stehen halt die ganzen Viecher außenrum. Sie kann einen Heiltrank noch nehmen, aber der würde nur das Gift wegmachen. Das gleich wieder drauf gespuckt wird. Wahrscheinlich. Je nachdem. Wie viele Karten habe ich denn noch im Deck? Okay, du könntest mir nochmal die zwei Karten zurückgeben. Dann würde ich länger durchhalten mit dem ermutigenden Befehl. Das ist nur als Option. Und dann laufen. Ja. Oder sie greift halt einen an, aber... Laufen. Ja, statt dir Karten geben, das ist... Ach so, ja. Wenn du einen angreifst, natürlich, klar, muss man halt versuchen, aber auch auszuschalten, dass der halt keinen Schaden mehr macht. Ja, vier Angriff kannst du haben. Nur. Ist halt aber auch, da ist er auch spät dran. Sie hat halt kein Licht angereichert. Ja. Dann machen wir das so, dass er auch nicht so spät dran ist. Ja, wie du denkst. So, jetzt müssen wir nur gucken. Du kannst... Eine obere Karte muss ich nehmen. Ja, guck mal, du kannst aber zum Beispiel den da, ja. Der ist ja schon ziemlich angekratzt, mit der Hakenkette beschießen. Und dann nimmst du halt für unten, musst du irgendwas nur auswählen und die, was du abwirfst quasi. Ne? Ja, ich will halt nicht zu spät dran sein, aber wenn, dann würde ich eher die da abwerfen. Okay, Auswahl beenden, dann... Alia, Jagter, Est. Okay, Stärkung wirkt auf alle Verbündeten in Reichweite. Verwirrung, Visierung und uns machen sie schwach. Schon fies gestaltetes Level, auch mit den Flüchen. Okay. Und die greifen aber da hinten wenigstens nicht. Wow, guck dir mal die Dämonen an. Ja, aber ein Dämon stirbt, der hat eine Wunde. Okay, das ist und der noch andere der Elite. Dämon? Der Elite ist noch da. Ja, das, der wird volle Möhre mich erwischen, ey. Und zwar nicht zu knapp. Da bringen mir meine Schilder auch nichts. Aber dann muss ich das halt jetzt 8 Schaden oder sowas... Ja. Nee, 10 oder mehr Schaden muss ich halt jetzt nehmen. Ist so. Ist leider so. Und du machst jetzt erstmal deinen Plan. Damit können wir vielleicht es schaffen. Ja, dann laufe ich hier. Ja, hin. Ja, und hau ab. Weg, 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 weg. Dass sie dich nicht mehr sehen, diese Biester. Ja. Ja, beenden. Hä? Die machen Stärkung da rum. Ja, weil es immer so aussieht, als würdest du versuchen, dich zu infizieren, aber es infiziert dich nicht. Okay, nächste Runde greifen die alle mit Vorteil an, die Viecher. Kann es sein, dass die Verwirrung nicht dich treffen kann, weil du unsichtbar bist? Ja, scheint so. Oder hast du irgendeinen Effekt? Nö, eigentlich nicht. Was? Warum taucht denn? Du kannst... Ja, du kannst jetzt verzichten, Wasserpumpe zu reinigen. Da ist der Button, ja. Ja, kann man das so machen oder beendet das die Aktion? Du kannst ja auch erstmal angreifen, dann kannst du es doch immer noch machen.
sollst ja auf eine untere. So, ich bin verwirrt und greife auf jeden Fall mit Nachteil an. Ja, aber der hat schon eine Wunde, ne? Ja, ich nehme den da. Ja. Ist trotzdem nochmal 3 Schaden. So, jetzt kannst du das machen. Ah, du musst die anklicken, die Wasserpumpe, ja. Zu bestätigen. Und dann ist auch kein neuer rausgeschlüpft. Ich glaube, das ist auch so gedacht, ja. Ah, du kannst deinen Trank noch nehmen. Ja, und es macht nur das Gift weg, das kommt gleich wieder drauf. Nee, die vergiften. Die Nachtdämonen vergiften nicht. Ja, aber die können doch auch vergiften, die können doch alle vergiften. Ja, die waren aber schon dran, nur noch die Nachtdämonen sind jetzt dran, die Runde. Und der greift dich doch stark an, der eine. Ach so, um Schaden zu verhindern einfach, ja. Um den Plusschaden zu verhindern. Ja, wir müssen ja jetzt nur Zeit gewinnen, um die... Ja, okay, nee, stimmt, hast du absolut recht. Stimmt. Ja, aber ich denke halt, in der nächsten Runde ist es halt wieder irrelevant, weil die Wahrscheinlichkeit, vergiftet werden, extrem hoch ist, ne? Okay, dann würde ich mal jetzt aber hier mal vielleicht... es wird ja gerade Licht angereichert. Mhm. Entschuldigung, vergiss es. So, sie wollte jetzt das hier machen. Und die das kannst du schon. Ja, jetzt genau. Ja. Weil du hast ja auch schon... Ja, alles richtig. Ziel bestätigen, ja. drei. Hakenkette, Sprungspalter und... Das ist eigentlich schon ein Schild, ja, ganz gut. Ja, ja. Du bist früh dran dann. Ja, ja. Stiefel. Dann steht sie hier vor einer Pumpe. Ja. Wenn sie das überlebt, ja. Fertigkeit überspringen. Reiche mal nochmal so Mana an, so Lichtmagie an, sonst bringt die gar nichts, die Karte, komm. Ja. Tja, soll sie sich Gift wegmachen? Ja. Ja, ich denke ja. Das ist ja auch ein Nachbarfeld, ne, wenn ich da bin. So verstehe ich das. Allerdings ist da, aber die Falle kann ich ja wegmachen mit meinem Zahnrad zur Not. Ja, der ist dran. Natürlich macht er plus 1 Klick und ja. Und nochmal plus 2, weil sie Vorteil hat, ja. Ach, der darf zweimal? Ja. Ja, guck, aber das wäre nochmal mit Gift 2 Schaden mehr gewesen. Ich hab dir gesagt, wir reden hier von über 10 Schaden. Aber der ist tot. Ja. Einer weniger. Die Dämonen, und die wie viel kamen jetzt nach? Kamen jetzt nochmal welche nach? Ich weiß nicht, ob hier noch genug Platz war. Ja, ich glaube, wir dürfen nicht mehr spawnen, hä? Naja, Felder wären noch gewesen, aber... Du musst auch noch 2 Gegenstände einsetzen. Ja, wie denn? Wenn die gehen nur, wenn die mir mal 2 Schaden machen. Ja. Ich würde einfach gerne dieses Level gewinnen. Wir sind ganz schön am Zappeln jetzt, ja. Wir kriegen das zweite Ventil jetzt zu. Und das dritte Ventil solltest versuchen... Wir müssen noch mindestens, glaube ich, eine Runde in dem Level rumparken. Ja. Ja, so. Also, das bedeutet, ouch. Das bedeutet, sie muss früh dran sein, um das eine Ventil auf jeden Fall schon mal zumachen zu können, bevor sie stirbt. Ja. So. Und dann kann sie einfach mal mit 5 Schaden auf einen draufhauen, würde ich sagen. So, ich stehe hier. Ich muss neben irgendein Ventil da laufen. Ja. Das würde ich machen, wegen dem Vorteil dann. Ja. Denn dieses Ding benutzen, um das Teil wegzubekommen. Ja. Und dann nochmal mit Brennöl schön über einen drüber. Brennendes Öl so. Und dann noch. Musst jetzt bei mir noch auswählen. So. Von dem Dämon weg, würde ich mal sagen. Oder kannst du ihn ja auch nicht betäuben mit was, oder? Nee. Mach bei mir bitte unbewegliche Phalanx. Und dann den Sprungspalter, bitte. Ja, das ist mir recht früh dran wieder. Mhm. Ja, genau. Darum geht's mir zum einen. Aha. Was passiert hier? Ja, das ist wieder mit dem Element verbrauchen. Mm. Ich habe das leider auch angereichert. Mm. Durch meinen Unsicherheit. Der geht eins vor, aber dann ist er an dem näher dran, wenn wir weglaufen. Die sind jetzt alle nach uns und die greifen jetzt auch wieder an. Ja, und zwar ordentlich.
Wie gesagt, das ist jetzt, es geht Bewegung auf die letzte 1, Runde. Bewegung 1, ja. Reichweite 4. Mhm. Der, wenn der Bewegung 1 macht, 1, 2, 3, 4, aber wenn du weit genug weg bist, dann kommt der vielleicht gar nicht mehr dran. Jetzt mach einfach mal erstmal deinen Plan. Hätte Fahrradkette, wir sehen es dann. Ja, Aktion bestätigen. Das wäre schon mal entschärft. Dann Bewegung. Dann gehe ich hier hin. Ja. In der nächsten Runde ist dann dieses Ventil auch zu. Ziel bestätigen, bitte. Ja, ja, ich muss nochmal genau gucken. Monali, bitte. Jetzt haust du nochmal. Ich kann, aber guck mal, wie viel Schaden ich mache. Ja, klatschst du ihm rein. Ah, ich hab du hast schon Vorteil. Klatschst du ihm jetzt rein, ja. Würde ich jetzt machen. So, was können wir denn jetzt mal? Jetzt könnten wir mal zweimal mehr kommen. Natürlich nicht. Aber jetzt könntest du auch, bevor du läufst, den angreifen. Ja, das habe ich auch vor. Das war ja der Plan. Das war der Plan. Also nicht, dass du so viel Schaden machst, hatte ich jetzt nicht mehr im Kopf, aber es war der Plan, einen benachbarten Gegner anzugreifen und dann wegzuspringen. Krieger schleicht sich an. Das ist... Ja, das war jetzt ein Fluch. Ja, ja. Das war halt jetzt ein Fluch mit Nachteil. Ja. So. Nee, sie macht ja, jetzt erstmal das andere. Ja, die Frage, welche untere dann, ne? Dann 5 Angriff oder 4 Angriff und Wunde? Vielleicht sogar besser das. Wenn sie dran sind, sterben sie ja dann auch. Ja, der bei mir näher ist, genau. Ich muss ja noch die Pumpe reinigen. Eliminiert. Und jetzt die Wasserpumpe. Ist nicht richtig. Ja. Ich will jetzt um eine Pumpe, ne? Nächste Runde, ja. Nächste Runde ist vorbei. Jetzt noch eine Runde, dann du wärst zu. Wenn die dich jetzt töten, wäre es richtig bitter. Dann wäre es eine Runde länger. Aber du kannst auch noch Karten. Ja, aber und jetzt. Dir ja, auf den. Der ist jetzt schon. Also gut, ein Damage-Stealer hat halt mal in eine andere Richtung geworfen, ne? Der kommt nicht dran. Ja, genau. So, die Elite kam jetzt schon mal nicht dran, das ist gut. Natürlich plus 1. Vergiftet. Ja, jetzt, wie gesagt. Ja, die treffen alle. Eine verfügbare, natürliche Auslese. Jetzt kommt noch ein Nachtdämon, der hätte tot sein müssen. Greife ich mich an. Mal lol. Oh, mir ein Glück jetzt. Der hat einen Fluch gehabt, ne? Das war ein Fluch. Also der hat durch einen Fluch, dass ich weiß. Es kann sein, dass der selbst einen Fluch bekommen hat für so eine starke Attacke. Da hatte ich irgendwas gesehen. Ich dachte erst, dass wir verflucht werden. Aber ja, okay. Augen, Auge, Dings, keine Ahnung. Kurze Rast, ja. Keinen Schaden mehr. Flankenangriff machen auf jeden Fall. Da bin ich früh dran. Und dann das nochmal, ja. Oh. Töte während des Szenarios höchstens 3 Monster. Sie darf kein Monster mehr töten. Taktischer Befehl ist auch gut. Ja, ach nee, das unten drunter meine ich. Das da. So oder so gut. Ein Verbündeter kann ausführen und tötet sie nicht. Ich hoffe nicht, dass es als ihr Kill angerechnet wird. Fallen werden auch nicht als Kill angerechnet. Stimmt. Ach, guck mal, der Dämon, wie früh der dran ist. Ja. Jetzt erstmal du. Jetzt erstmal ich. Hm. Ja, schmeißt dein brennendes Öl über irgendeinen drüber und dann macht das Ding aus. Ja, oder... Ich weiß nicht, warum da unten diese Murfmesser erscheinen. Ja. Ah, das gilt bei dir als Hufmann. Ich versuche das jetzt schon mal. Ja, und welche, ja.
Welche Karte nimmt es dann? Ich mal gucken, ob das jetzt eine. Jetzt einfach einen darf ich jetzt einfach noch aktivieren. Siehst du? Kann ich mir noch aussuchen. Ich wollte auf jeden Fall, dass das. Ja. Warum hat das jetzt nicht gezählt? Weil ich noch die obere jetzt machen muss. Ja, oder aber was? Vermute ich. Ich würde halt gerne den Dämon da ausschalten, der als nächstes dran ist. Der nimmt deine Vorteilsbrille, um das ja zu negieren und hau drauf. Ja. Und jetzt so gilt es als gereinigt, alle Wasserpumpen, weil du deinen Zug beendet hast. Aber die Runde muss zu Ende gespielt werden. Ja, dann setz dich noch aufs Gold. Du musst noch einmal einen Gegenstand einsetzen. Dann hätte ich es geschafft. Ja. Also ich, wenn wir nicht so oft mal Null gezogen hätten, wären wir auch viel besser aus diesem Level rausgekommen. Meiner Meinung nach. Jetzt grenze ich halt nicht mehr an. Mhm. Das macht nur das Gift weg. Ja, auch nochmal die EP jetzt. War auch jetzt auch sehr pazifistisch. Mhm. Ja, aber sie ist ja auch eher als Supporter-Tank. Da waren sogar 6 Gold da gelegt. Ja, ich weiß. Der lebt noch. Ja. Plus 2. 2 abgeworfen musst du. Nochmal 2 abgeworfen. Eine verfügbare. Verfügbare. Ja. Na, war das alles. Also. Edgy Badge. Wie viele sind denn da noch? Der ist noch. Gefühlt eine Milliarde. 2 abgeworfene. Danke, dass du das alles so schön mit mir sagst, was ich zu tun habe. Einer bleibt auf jeden Fall noch stehen von uns. Nee, die können es nicht schaffen. Sie können es nicht schaffen, Monali. Sie haben uns zwar massiv Schaden gemacht, aber es ist nicht unsere Aufgabe, hier mit Glanz und Glorie rauszukommen beim ersten Mal. Hm? Und das mit dem Mal-Null-Multiplikator. Was sagt denn jetzt hier? Da fehlen dir die Worte. Ja, ich weiß, ich freue mich einfach nur. Und ich wollte die anderen Leute dissen, aber mir fiel nichts ein, weil ich meine Community eigentlich voll mag und so. Und ich es gut finde, wie sie halt einfach konstruktiv und sich da einbringen. Cool. Ja, dann lese ich es jetzt erstmal. Also, als der Kampf vorüber ist, sind die Wände und der Boden vom schwarzen Schleim bedeckt. Er pulsiert jedoch nicht mehr. Immerhin. Nun, da die dunkle Präsenz beseitigt ist, lassen sich die Überreste einfach abwischen. Ihr nähert euch der hinteren Wand und kratzt benommen etwas von dem Dreck weg. Das meiste lässt sich leicht entfernen, doch es bleibt ein kreideartiger schwarzer Streifen zurück. Neugierig wischt ihr kräftig mit dem Ärmel über die Wand und enthüllt eine Art Runenschrift. Nach weiterer Säuberung stellt ihr fest, dass die gesamte Wand davon bedeckt ist. Ihr könnt die Buchstaben nicht entziffern, schreibt sie jedoch ab, um das Geschriebene einem Linguisten der Universität vorzulegen. Ja, also ganz kurz Resümee. Also ja, war ein extrem starkes Level, extrem heftig vor allen Dingen, der allerletzte Raum. Leicht haben es die Entwickler nicht gemacht. Was ich bei Gloomhaven echt mistig finde, wer die Kommentare liest, der Teddy zum Beispiel hat es auch gut geschrieben, Hans Dampf hat sich da auch schon dran beteiligt und auch andere, die hier jetzt über die Mal-Null-Sachen gesprochen haben. Ich habe auch Foren gelesen. Also es kann gut sein, dass es so ein bisschen ist, dass der Entwickler das Spiel auch wegen Multiplayer-technischen Sachen und Sachen, die man einsehen kann, ein bisschen schwieriger macht, indem die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass diese mal Null-Karten gezogen werden. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich finde es eine Sauerei, das macht das Spiel kaputt, ja, weil Gloomhaven eh schon ein sehr schweres Spiel ist. Und ich glaube, die normalen Spieler cheaten da in der Hinsicht auch gar nicht, ja.
ich glaube, der Großteil des Marktes hat es eh schwer genug mit Gloomhaven. Und dieser, ich weiß nicht, ob der Algorithmus wieder durcheinander gewirbelt worden ist oder was auch immer da passiert ist schon wieder. Es muss weg. Also das soll nach dem Angriffsmodifikationsdeck bitte laufen. Auch liebe Entwickler, wenn ihr das hört, lasst das. Das darf einfach nicht sein. Es gibt ganz gewisse Spielregeln und Grundregeln von dem Spiel und die darf man nicht verändern. Es gibt genug Modifikatoren und da gebe ich auch meinen Kommentatoren recht, wo man seine Stärken individuell verändern kann. Ja? Wenn das möchte, muss man das tun. Ich möchte nochmal sagen, dass wir auf der Schwierigkeitsstufe normal spielen und es macht halt keinen Spaß, wenn du mit einer x-fachen Wahrscheinlichkeit die Mal-Null-Karte ziehst, dann ist jegliche taktische Überlegung einfach nur blanker Hohn und dann brauche ich auch so ein Strategiespiel nicht mehr weiterspielen. Weil da geht mir dann die Lust und die Laune an so einem tollen Spiel leider verloren. 1:1 bitte das Brettspiel und nicht irgendwelche Modifikatoren einbauen, um öfters eine Mal-Null-Karte zu spielen. Das ist einfach nur ein Schlag mit der flachen Hand ins Gesicht und das fetzt, Leute. So, gut der Worte mal null. Willst du da noch was noch zu ergänzen? Nee, du hast lang genug drüber geredet. Ja, ich muss aber auch mal so das rauslassen. Guck mal, ich habe am meisten Schaden gemacht. Du hast enttäuschend wenig Schaden gemacht diesmal. Boah. Ja, ich gucke mir halt die Werte auch gerade an. Ich lese es jetzt nicht alle guck vor. Guck mal, 15 EP, ja, ich habe mehr als du. Ja, das liegt an den Karten, die du zerstört hast. Das ist mir schon die ganze Zeit aufgefallen. Guck mal, 24 benutzte Gegenstände. Nur die Dame hat es vergessen, einen noch mehr einzusetzen. Ja, ich habe es jetzt halt nicht geschafft mit meinen Gegenständen wegen einer Sache. Die anderen beide haben Verstärkungspunkt. VV Victory, eines der schwersten oder das schwerste Level in Gloomhaven. Einfach mal so beim vorübergehend abends sehr müde abgeräumt. Ich lasse mal die anderen drei, vier Tage nur 4 oder 5 Stunden schlafen und noch Gloomhaven spielen. Jetzt roll doch nicht so die Augen. So, die alte Zisterne. Das ist Teil eines Rituals, sagt ein Quadril, während durch seine speckige Brille auf euer grobes Gekritzel starrt. Ich kenne mich nicht mit den Feinheiten aus, aber das Ritual soll Velspa Verderben bringen. Für ein solches Verderben braucht man gewiss einen Katalysator. Der Quadril sieht sich in der Runenschrift noch genauer an. Ah, hier steht etwas von einem Artefakt, das sich im Tempel der Elemente befinden soll. Der Quadril stürzt sich zu seinem Bücherregal voller Schriftstücke. Ah, interessant, davon habe ich schon mal gehört. Er taucht hinter einem großen Stapel von Büchern ab. Ja! Der Tempel der Elemente. Sein Kopf flog zwischen den Büchern hervor. Der Tempel der Elemente beherbergt das Gefäß der Elemente. Ein mächtiges Artefakt, das den Elementen um uns herum Form und Macht verleihen kann. Dem Buch zufolge befindet sich der Tempel ganz in der Nähe, irgendwo bei der Gabelung des Schlangenkusses. Wenn ihr diesem Verderben auf den Grund gehen wollt, würde ich dort suchen. Quest abgeschlossen. 10 Gold jeweils, ein Ansehen, 2 Wohlstand und 10 EP. Ja, wenn das nur so ekliger Schleim da ist. Nein, es fehlt uns noch ein Wohlstandspunkt. Wie lange haben wir denn auf der Kette? Eine halbe Stunde. Wollen wir das noch machen da mit dem Level-Up? Ja, auf jeden Fall will ich hier mal was nachgucken. Ich habe ja was eingesammelt. Du hast eine Bombe eingesammelt, ja. Wo ist sie denn? Die ist woanders. Mit Ausrufezeichen musst du gucken. Du hast hier die Hand und da hättest du jetzt hier Wurfbombe. Verwandle deine nächste Einzelfernkriffsaktion in folgendes. Das ist natürlich mit dem brennenden Öl. Oh. Gegen ein paar Schleime schon was Gutes. Aber der Starkbogen ist halt auch voll gut, ne? Ja, aber damit würden wir halt genau unsere große Schwäche mit dem... Ja, jetzt, da muss man vielleicht mal gucken, was für Gegner in einem Level angekündigt sind. Wenn es jetzt so Schleime sind, dann ist die Wurfbombe besser. Genau. Und der Bogen nicht. Den habe ich jetzt zum Beispiel in dem Level auch gar nicht gebraucht. Aber die Wurfbombe bleibt bei dir. Wenn jetzt steht, da sind Feuerdämonen, dann würde ich halt den Bogen. Natürlich bleibt die bei mir, sonst muss ich sie an den Händler verkaufen. Genau, Feuerdämonen oder andere stark gepanzerte Einheiten, dann nimmst du einen Starkbogen, also nimmst du Wurfbombe, Giftdolch. Ja, Giftdolch. Achso, dann kann ich ja 2. Das ist natürlich auch ein Vorteil, wenn ich dann 2... Das ist eine Einhand. Guck, siehst du hier, das ist ein Symbol Einhand. Da kannst du die mit einer Hand benutzen. Ja, dann habe ich doch was Schönes bekommen. Ja, geh mal da unten auf die gekreuzten Schwerter. Ja, ich kann hier noch... ich habe einen verfügbaren. Was mache ich denn da noch Schönes? Einen verfügbaren Verstärkungspunkt, wollte Monali sagen. Einen VV.
Ein VVP. Ja, als Mensch aus dem Rheinland muss ich Abkürzungen. Aus dem Rheinland. Ja. Nein, soll ich das verraten? 2 plus 1 Karten nochmal. Das sind halt nochmal mehr auf der positiven Seite. Rheinland stimmt nicht. Stimmt wirklich nicht, Leute. Redet doch nicht einfach immer weiter. Doch, ich war bestimmt nicht. Ich habe mich verplappert und das auch noch falsch. Ja, und? Jetzt denken alle Leute, ich bin Rheinländer. Mhm. Entferne 4 plus 0 Karten, das weiß ich halt nicht. Ich würde lieber 2 plus 1 Karten machen, dann hast du eine höhere Wahrscheinlichkeit, Erfolg zu erzielen. Oder das zum Beispiel. Ne? Mhm. Die Steigerung würde aber eine plus 0 durch eine plus 2 Karte ersetzen. Das ist auch nicht schlecht, natürlich. Das mache ich jetzt auch. Ja, irgendwas muss man sich entscheiden. Ich bin hier gesteigert. Mhm. So. Ah, hör auf mich zu kitzeln. Ich hab gar nichts. So, wer hat ein Level? Du hast nur ein Level. Ich hab ein Level. Ich würde es auch gerne machen. Ja. Juhu. Okay, wilder... Aha. Wilder Angriff. Ja, das wäre halt besser als der alte, 2. weil du erst dich bewegst. Ja, ne? Und die untere tut auch nicht verbrennen und die macht, füge in dieser Runde all deinen Angriffen die Gegner mit Entwaffnen, Lähmung oder Betäubung an, wir sehen plus 3 Angriffe hinzu. Oh. Dann musst du, achso, das ist mit deiner einen Karte nicht schlecht. Weiß, ne? Dann machst du mehrere Gegner mit Lähmen. Ja, ich und dann weiß. Machst du da richtig viel Schaden. Ja, ich weiß. Das heißt, ich müsste meinen Kartendeck neu überdenken. Wieso? Die hast du doch schon drin, die Karte. So, selbstsüchtig. Nee, nur das, ich habe noch eine selbstsüchtig vergessen. Nee, will ich nicht. Bewegung 3 vergessen. Der Goodie ist raus. Gut, das untere ist nicht schlecht, das verbrennt nämlich nicht, aber das obere ist halt... Ich glaube, ich will einen wilden Angriff haben. Ja, der macht mich cool. So flexibel. Und das ist ja auch nicht nur, wenn ich die Statuseffekte mache, sondern auch wenn zum Beispiel du dies tust. Ne? Also, die Defensivtaktik, habe ich auch oft gemacht. Scharmützel, vielleicht lasse ich es trotzdem drin. Das ist auch etwas, das ist klar. Den würde ich auch gerne drin lassen. Die schützende Stärke. Das machst du, wenn immer nur das untere? Ja, es hat sich ja jetzt zum Beispiel meiner Meinung nach, auch wenn man da am Anfang des Levels anderer Meinung gewesen sein kann, hat sich ja hinten rausgestellt, dass es durchaus gewirkt hat. Ne? Mhm. Hat viel Schaden verhindert, hat mir auch viel EP gebracht. Das darf man halt auch nicht vergessen. Ist etwas... Aber das machst du nicht. Ja. Das mache ich... Ja, hier geht es mir darum, bei Auge um Auge, die habe ich auch deswegen drin gehalten, dass es ja schon gut sein kann, eine Heilung einzusetzen. Und sie hat halt eine hohe Initiative, was mich halt nicht immer so spät dran sein lässt. Was ist mit dem Trampeln? Ganz oben, das Trampeln ist nur noch drin. Das würde ich drin lassen, wegen dem Durchstechen. Mhm. Das ist halt das. Trampeln war auch eine Überlegung. Warte. Guck, hier sind so Sachen wie Entwaffnen und so. Ne? Das ist alles in dieser Kombination mit diesen Statuseffekten, die ich so mitbringe. Ne? Da unten ist aber das eine... mit der Karte kann man das halt gut kombinieren, mit der Defensivtaktik, weil da machst du 2 Ziele. Ja, hast du oben. Leben, also du machst du 5 Schaden auf 2 Ziele. Ja, und dann hast du noch, genau. Genau, gehst erst die untere, dann nimmst du die obere Karte. Ja. Ne? Das weil es ist ja auch noch Fernkampf, das heißt, es muss dich ja auch nicht unbedingt dann bewegen in der Runde. Und schon allein die Kombination ist ja dann wirklich gut. Macht ja dann schon viel Schaden. Jetzt wird es schwierig, also... Die darfst du nicht abwählen. Ich verstehe das gerade nicht. Geh mal raus. Ich möchte jetzt hier bleiben. Du musst oben erst. Jetzt geht's. Hat sich gerade aufgehangen. Ja. Ich hab gedacht, bin schon ganz blöd. Also, Leute, ich weiß auch nicht, ob das jetzt die richtige Entscheidung war, die auszutauschen. Der wilde Angriff ist wirklich geil. Also, damit kann ich schon einiges machen. Der macht mich super flexibel. Ist das super wild. Mhm. Passt ja dann zu mir.
So fügende Betäubung. Ja, kam ja auch noch nie die Betäubungskarte, ne, die ich da drin habe im Test. Ist ja auch so. Ja, nur eine, so wie die Mal-Null-Karte. Ja, genau. Das ist jetzt aber ein gutes Beispiel, Monali. Und die kam noch nicht ein einziges Mal und das so oft. Und dann stimmt es. Hör auf, mich zu triggern, Monali. Ja, es ist ärgerlich. Es ist so schade für so ein tolles Spiel. Ich könnte dauernd in irgendwelche Eimer kübeln, ehrlich. So, dann nehme ich jetzt halt nochmal die Keule. Ich meine, das ist die beste von der Auswahl hier, von dem, was ich hier habe. Das wäre die Merziele, aber das ist sehr random. Dann lieber random einfach irgendjemand betäuben, weil meistens mache ich sie eh nicht kaputt, ich schwachmart. Also von daher, zack, nur heiße Luft, was da bei mir rauskommt. Ja. So, okay. Startbegegnung noch. Ja, nochmal die halt. Ja, ich weiß nicht, wann wir wieder nächstes Mal dazukommen. Bei eurer Rückkehr von einem Abenteuer, naja, von der Kanalisation, fängt euch eine hochrangige Wache am Tor ab. Ah, gut, dass ich euch hier erwische, beginnt die Wache. Die Hauptstadt ist mit ihren Holzlieferungen für Gloomhaven im Verzug. Also müssen wir jetzt selbst dafür sorgen, dass der Bau wichtiger Gebäude weitergehen kann. Haben die auch ein Holzproblem? Die Wache zeigt nach Osten. Wir wollen im Totenhain Holz hacken. Dabei können wir eure Hilfe gebrauchen. Entweder als Wachen oder als Holzfäller. Als Wachen? Wir sind doch keine Holzfäller. Wir sind Wachen, wir sind Söldner. Da sind wir nicht gut. Begleitet die Gruppe als Wachen. Die Gruppe begibt sich zum Rand des Totenhains und beginnt Bäume zu fällen, um sie zurück nach Gloomhaven zu bringen. Ihr haltet Wache und geht auf Patrouille und sorgt dafür, dass es keine Überfälle gibt. Nach ein paar Stunden taucht ein Ratzenstamm aus dem Wald auf, aber es gelingt euch, sie ohne Verluste abzuwehren. Der Rest des Tages ist frei von Zwischenfällen. Mahlzeit. Ja, jetzt habe ich ein Level. Wir haben... Ja, hier waren wir übrigens Holzfällen. So. Dann her damit. Macht bestimmt dem einen oder anderen Spaß. Es wird mir oft genug gesagt, ihr wollt da mitmachen dann. Stilettsturm. Ach, vier Ziele. Und hier Bewegung 4 und Vergeltung. Mhm. 1. Mhm. 4 Ziele, ja. Verbrennt beides auch nicht. Ja. Heilung 8, ja, aber es verbrennt. Und das kann sie noch verbessern. So eine übelste Superheilung. Ende aller Schmerzen ist es. Das ist aber auch lustig. Töte einen Angriffsgegner, dessen aktueller Treffer bringt höchstens 3 beträgt. Jein, es ist witzig, aber meistens bist du so effektiv, dass wenn du angreifst, die Wahrscheinlichkeit zu überleben recht gering ist. Ja, ich kann mich jetzt zu einem verwundet ja, ist ich oder, kann mich oder. Zu einem hinbewegen, der nicht mehr viel Leben hat. Ja, zum Beispiel. Aber die obere kann ich halt immer so schlecht einsetzen, weil die gleich verbrennt. Das machen wir ja so ungern. Ja. Heilung 8 ist natürlich gut. Ich finde die Karte Ende aller Schmerzen hat zwar einen coolen Titel, aber... Ah, das ist nur mit 80 sogar eine. Das ist übrigens, glaube ich, die eine Chance, diese eine Karte ins Deck zu holen, damit der Titi nicht mehr so sauer ist auf dich. Der wollte doch, dass du diesen 16-Schaden-Kombo rausklatscht. Und was hat jetzt mit der Karte zu tun? Das ist nix. Nee, Entschuldigung. Wollte das nur kurz in den Kopf setzen. Ja, der Klingenwirbel, der ist halt ähnlich, ne? Ja. Ja, vergiss nicht, hast du noch andere Aber Karten der hast. Hat halt eine Dreier-Initiative und nicht 80. Also dann gucke ich mal hier weiter. Ich weiß es gar nicht mehr, welche die war. Die, oh Gott. Die hier war die das. Die Wesen der Schatten? Ja, 4 Angriff. Und nochmal unsichtbar. Ja, hat schon recht. Es ist halt schon... Und nochmal 4 Angriff, wenn ich dieses Dunkelelement einsetze. Mhm, mhm. Und so 2 bewegen und dann bin ich unsichtbar. Kann natürlich auch mal nützlich sein. Ja. Aber es muss auch an Verbündeten angrenzen hier. Ne? Mhm. Nochmal mit den plus 4 weiteren. Was waren die anderen Karten noch? Gibt es da noch irgendwas, was du haben möchtest? Nee, das verbrennt, das ist nicht so geil. Nee. Nee. Die verbrennt auch wieder. Nee. Nee. Ja, ich finde, das Wesen der Schatten ist keine schlechte Karte, ganz ehrlich nicht. Also ganz, ganz ehrlich nicht. Bei denen weiß ich jetzt gar nicht. Ich würde das Wesen der Schatten mitnehmen, was wir das letzte Mal nicht gemacht haben. Lupp, preiset die Monali. Ihr Kritiker, ihr. Ich kann nicht anders, Leute. Wenn dann so
blöde Nachtdämonen kommen und dunkel anreichern, kann ich mir das ja auch einfach stehlen. Genau, was heißt stehlen? Du boxest dir. Du leistest dir aus. Ja, jetzt müsste ich aber was dafür rausnehmen. Ja, deswegen machen wir das ja jetzt mal in der Folge, auch wenn dann die eine oder andere vielleicht eingeschlafen ist währenddessen. Oder mit Spannung verfolgt, wie wir über die Karten drüber huschen. Mhm. Mhm. Zwei Bewegungen ist das auch nur. Ich meine, das ist halt immer mal gut, um sich auch ein bisschen zu heilen. Ja. Ja, da kam selten in letzter Zeit. Früher war es eines deiner Lieblingswaffen und jetzt ist eigentlich nicht mehr so. Ja, weil drei Angriff gar nicht mehr so viel ist. Ich würde den flinken Bogen auch aussortieren, weil wir in einer ähnlichen Initiativkategorie sind. Ja, Monali muss gerade, genau, ja, irgendwie, keine Ahnung, wieso sich das da jetzt aufhängt. Das ist auch so ein kleiner Bug. Ich meine, an sich hat der Angriff 4, auch ohne Zusatzsachen, ist ja auch nicht so wenig. Soll ich dich übrigens noch schockieren? Ja, du kannst nämlich jetzt, weil du ein Level hast, nochmal was machen. Gesundheitsgefährdung. Ja, nochmal vergiften. Da hast du 4 vergiften Karten im Deck. Da habe ich jetzt aber gut positive Karten hier hinzugefügt. Ja, guck dir das doch mal an. Du darfst gar keine mal Nullen mehr zielen eigentlich, Monali. Guck dir das doch mal an, dieses Deck. Und du hast auch gezogen gehabt. Ja, ich glaube sogar öfter als einmal. Ja, du hattest dich... Einmal war es, ja, ist jetzt auch wurscht egal, vielleicht hat der ein oder andere Aufmerksame das alles notiert, aber ist jetzt auch wurscht egal. Sind wir fertig. Mit der Nerv oder mit der Folge? Oder für Gloomhaven für immer? Mit der Folge. Mit der Folge, gut. Nicht, dass die ganzen Abonnenten jetzt noch weglaufen, ne? Ja, wo sollen sie denn jetzt hinlaufen? Ja, weiß ich doch nicht. Panisch. Panisch einfach. Einfach panisch laufen. Verstehst du einfach, und dann irgendwie, zack, ne? Ja, kommt ein Fahrradfahrer vorbei und du hast einen bösen Crash verursacht mit dem Fahrradfahrer. Mhm. Ja, das tut weh. Okay. Gut. Noch irgendwas abschließend, Monali? Nee. Wie fandest du das Level? Fandest du das zu schwer? Ja, wir haben es geschafft. Da war es ja nicht zu schwer. Okay. Aber es war schwer. Okay. Cool, danke. Ja, wenn du mich ausmachst, dann kommen die geilsten Analysen von Monali, ne? Mit genau welcher Runde was wie war. Und wenn ich das so nach der Folge frage, dann kommt dir nur so ein sympathisches Lächeln von ihr und Lachen. Furchtbar, diese Monali. Naja, okay, gut. Dann möchte ich mich recht herzlich fürs Zuschauen bedanken. Wünsche euch eine wunderschöne Sternenreise. Sag liken und abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Oder hören. Vielleicht sehen die mich auch, wenn ich die Kamera wieder einschalte. Ja, ist ja gut. Tschüss.